Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, Eumo15W, und ich habe hier den TP-Link universeller 300 Mbits WLAN-Repeater mit LAN-Port. Modellnummer TLWA850RE. Wunderbar. Nein, also das ist ein WLAN-Repeater für 300 Megabits pro Second. Und den werde ich jetzt einfach mal mit euch zusammen auspacken. Und das geht ganz einfach, indem wir einfach hier... Okay, also, wir haben hier einmal, so ähnlich wie bei Apple, so ein Ding halt, wo so Beschreibungen drin sind. Da haben wir einmal die Schnellinstallationsanleitung. Ja, Klopapier und so eine kleine CD. Für Softwaregröße. Da. Braucht keiner. Weg damit. Als nächstes haben wir den WLAN-Repeater selber. Sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Hat hier so ein Knöpfchen und unten so ein RJ45. Ethernet-Anschluss, ja, steckt man das mal so in die Steckdose, fertig, eigentlich. Ja, egal. Dann ist hier noch etwas drin. Würde man übersehen, wenn man es nicht weiß, dass es drin ist. Nehme ich ein RJ45 Ethernet-Kabel. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ungefähr einen Meter. Also ungefähr einen Meter lang ist Ethernet-Kabel. Kann man auch immer mal gut gebrauchen, finde ich. So, und von daher würde ich sagen, ja, war es auch schon wieder mit diesem wunderschönen kleinen Teil hier. Dann würde ich sagen, Tschüssikowski und haut rein, wir sehen uns wieder und gebt einen Daumen nach oben. Kommentare sind auch immer sehr gerne erwünscht und natürlich abonnieren.